Nächste Frage hat der Reitschuster. Gibt es außer Rissen bei Ihnen überhaupt noch irgendwas Zusammenhängendes? Also, also ich, meine Beobachtungen sind etwas anderer Natur. Angela Merkel war heute in der Bundespressekonferenz und sie hat mir vorgeworfen, dass ich nur noch Risse sehe. Eine Mitarbeiterin meinte dann, naja, sie liest offenbar deine Seite. Weiß ich nicht, kann man nicht daraus fest schlussfolgern, aber offenbar beschäftigt sie sich ein bisschen damit. Und ja, in ihrer Politik sehe ich viele Risse, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ansonsten ist sie meiner Frage leider etwas ausgewichen, so sehe ich das. Und ja, es war sehr spannend heute, auch die Symbolik mitten in der Pressekonferenz eher zum Anfang. Und genau als eine kritische Frage kam, ist die Mikrofonanlage ausgefallen und dadurch war es dann im Saal, ja, im Saal war es noch ganz gut zu hören. Die Befürchtung war auch hier, dass es bei den Übertragungen nicht zu hören ist. Denn wenn Merkel da ist, da darf noch übertragen werden, nicht bei den Standardpressekonferenzen. Und diese Symbolik, ja, also die Journalisten ihrer Mikrofone und Lautsprecher beraubt ohnehin mit dieser FFP2-Maske und auf der anderen Seite die Politiker ohne Maske. Das hat schon was. Neben der Frau Merkel saß ihre Sprecherin, die hat die ganze Zeit kein Wort zu sagen gehabt, die durfte aber auch ohne Maske dastehen. Und plötzlich dürften auch die Fernsehjournalisten unten dann Aufsager ohne Masken machen, was ich nicht darf. Es ist alles faszinierend. Es war sehr, sehr interessant heute, auch wieder Framing, also ganz eindeutig die Agenda bei den meisten Kollegen. Ich habe das alles zusammengefasst. Ich habe wieder einen Bericht für Sie gemacht. Ich will es aber nicht da machen, wo zensiert wird, hier auf YouTube. Das ist traurig genug, ich weiß es. Und ich opfere damit auch Reichweite und Leser, weil natürlich, wenn ich das nicht auf meinem Hauptkanal mache, dann wächst die Leserzahl nicht mehr so. Also da sind die sehr erfolgreich bei YouTube darin, die freien Medien und die freie Presse zu schikanieren. Aber eine Weile ziehe ich das zumindest noch durch und ich bringe es auf den Kanälen im freien Internet, bei Rumble, bei Odyssee, weil ich glaube, sie wollen das auch nicht, dass sie zensiert werden. Und ich weiß, es ist umständlich, dann umzuschalten, aber ist es wirklich so ein großer Umstand, wenn es um Meinungsfreiheit geht? Und ich erlaube auch wieder, das Video allen, die es wollen, hochzuladen, dann gerne auch auf YouTube, auch auf dem Unterstützerkanal, das sehr, sehr gerne. Aber ich will einfach nicht so dieses Spiel mitspielen und zumindest zeitweise ein Zeichen setzen, auch wenn ich weiß, das kostet mich Reichweite. Aber was soll's? Es geht darum, dass ich dieses Spiel nicht mitspielen möchte. Ich freue mich, wenn Sie trotzdem reinschauen, wenn Sie hier einen Kommentar dalassen, ein Like, das bringt alles die Algorithmen auf Sprung, wenn Sie die Arbeit unterstützen, die Seite. Vielen herzlichen Dank, alles Gute vom Platz vor der Bundespressekonferenz. Schauen Sie sich das unbedingt an mit Merkel. Das ist wirklich interessant. Das verspreche ich Ihnen. Alles Gute. Danke. Ciao. Und wie immer habe ich etwas vergessen, diesmal sogar fast das Wichtigste, denn Merkel stimmt uns, wenn auch durch die Blume, auf einen neuen Lockdown oder zumindest auf neue Corona-Maßnahmen ein. Neue, altbekannte. Nicht sehr rosig, aber schauen Sie sich's im Original an. Danke. Ciao. Nächste Frage hat der Reitschuster.